Hallöchen und herzlich willkommen zurück zum Let's Show von Path of Exile. Ja, ich bin jetzt Level 34 und... ja, 33 erst, okay. Und ja, ich bin noch einen Zacken schneller geworden und ich möchte euch heute... Oh, die Docks habe ich gar nicht, dasselbe. Ja, ist egal. Ich möchte heute in den... Wie heißt der Tempel schon wieder? Sinn-Tempel. Und ja... die Dame da besuchen mit dem Portal. Und euch zeigen, wie schnell er jetzt ist, auch ohne Haste. Komm, laden bitte. So. Also E an, R an. Schauen wir mal kurz zu diesem General hier unten. Damit er viel MF wie ich habe. Also das meine ich mit Schnelligkeit. Das ist einfach geil. 95 plus noch ein bisschen unter 30 per Game. Wenn ich die immer besiegen, das geht sehr schnell. Wenn ich sie so besiege. Rares und Elite gehen. Und auch natürlich Bosse. Ending Cry ungefähr der dritte innerhalb von weiß nicht wie viele Minuten. Spielminuten. Wahnsinn. Hm, bist du nicht hier? Hier oben bist du. Ja, da kommen sehr viele. Da ist er. Aurelius, ist das okay? Schon alles tot. Ja, es droppt nicht so gut gerade. Sonst habe ich hier immer so 3-4 Rarities gehabt. Ja, es sind sehr schnelle Charaktere, der macht sehr viel Spaß, das Bild. Und da wird natürlich noch viel schneller. Bis es nicht mehr geht. Also seine Full Aura Haste möchte ich mal sehen. Und dann noch Fall Haste. Oh, das wird so richtig genial. Ich müsste ein bisschen leise machen. Geht hier fast nicht mehr. Also betont wahrscheinlich bei Fraps. Das ist ein bisschen schade, also ein Haste Headset bräuchte ich auch dringend. Ich bräuchte so viele Sachen dringend. Aber das Geld will einfach nicht. So, wo bist du, Tempel? Muss ich nach oben? Oh Gott, jetzt muss ich nach oben. Wir sind ganz unten. Komisch, komisch. Ah, da oben, links. Ja, und drin rein tanzen kann man eigentlich auch. Also bekommt eigentlich relativ wenig Schaden über. Momentan also muss ich dringend in Grill gehen. So stark bin ich jetzt. Ich könnte Dominus jetzt in Easy besiegen. Ja, Bosse sind wegen dem Freeze auch noch leichter, weil sie alleine sind. Nicht so schnell. Gut geschützt bin ich auch. Bluten habe ich, Bots. Muss ich noch nichts holen. Ja, der da. Habe ich extra fürs Bluten. Von Dominius. So, das habe ich. Jetzt könnte ich hier auf Intelligenz gehen, aber nein. Mana. Life. Also Assistenz. Ich müsste eigentlich hier entlang, weil ich muss ja eigentlich schnell da rüber kommen. Also, mitnehmen. Weitergehen.
Ja, es macht richtig viel Spaß. Aber die schnellen Gegner sind so ein bisschen ein Problem wegen dem Desync. Da gehen die Pfeile einfach durch die Gegner. Bisschen schade. Schaffst du es gut? Heute am Morgen ist auch wieder ein bisschen. Irgendwie am Morgen haben sie immer ein bisschen Probleme, keine Ahnung wieso. Gestern hatten sie wegen 1. April irgendwie so. Weiß nicht was, das war. Downtime. Ja, das ist. Da wollte ich aufnehmen, aber konnte ich nicht. Richtig schade. Der ging mit dem Templar-Charakter extrem lange, weil er so viel Leben hat. Und ihr, oder mit ihm, ich sag schon, Ranger ihn zum Shadow. Ja, vor lauter Gewöhnung. So. Also Shadow hat schon den leichtesten Start. Durch den vielen Schaden. Es war defensiv nicht so gut, aber durch das Life-Leech dann. Also Life gained on Hit. Das ist auch relativ defensiv. Mache ich vielleicht mal in einem Race mit, weil ich relativ schnell war mit diesem Charakter. Sehr wenig gespielt habe durch den Server. Wo Floster leitet. Da ist ein zweiter, okay. Und ein Silken gab. Schön blau verlinkt ist. Aber nicht ganz schade. So. Ja, Rarity geht hoch. Also hier ist nichts. Was ist hier? War hier oben ist. Nö. Dann gehen wir runter. Ja, dieses Gebiet ist eigentlich sehr langgezogen und verwirrend. Da müssen wir Halt suchen. Aha. Ihr nervt. Nicht lecken, bitte. Schwerte brauche ich jetzt wirklich nicht. Dann nehmen wir nicht mit. Bisschen entspannend zu spielen. Aber ein bisschen nervig jetzt gerade mit dem Desync. Da ist der zweite Level. So. Mal gucken. Ja, ich weiß, dass die kommen. Der Sperrstatue da beim Marktplatz war richtig zäh diesmal, weil ich bekam immer den Schaden vom Schild. Der hat ein sehr gutes Tempest-Schild und war auch recht zäh gegen Elementar beim Eis-Blitz. Eis und Blitz und weiß auch nicht was noch. Vor allem diesmal ein bisschen härter geworden. Aber mit dem Totem war er auch stark, weil er die Totem sofort auslöschte. Direkt kaputt gemacht hat und ja. Also, komm bitte hier drüben. Ich mag den Tempel nicht. Wie heißt er jetzt? Solaris Tempel nicht sehen.
Solaris Tempel, genau. Ah, hier war ich aber noch nicht so viel da drin. Mal ein bisschen gut erkunden wäre dann mal angebracht. Aber nicht heute. Also wenn ich mit dem Charakter auf Creel, dann Creel können wir gut erkunden. Aber ich denke, es ist zu langweilig. Ja, da verstehe ich manchmal nicht, wieso Leute so anspruchsvoll sind und direkt es ihnen langweilig wird und so. Aber eben, es macht halt alles ein bisschen verwöhnt. Das ist die Sache der Verwöhnung. Früher sagt man, das ist die Sache der Gewöhnung, und jetzt sagt man die Sache der Verwöhnung. Ah, ich habe manchmal auch Langeweile, aber niemals so stark wie manchmal meine, ja, ein paar Leute, die meine Videos schauen, machen gleich disliken oder so. Es ist schon klar, dass man disliked, wenn man das Video halt nicht so gut findet, aber direkt nach den ersten Sekunden schauen, disliken ist ja nicht so nett. Aber es ist öffentlich. Sollten eigentlich Dislikes abschaffen. Weil eben das nur zu Hates führt. Ich sehe immer wieder große YouTuber, die gehatet werden. Brauche ich das wirklich? Ja, weil es Mach 3 ist. Ja. Also ich sage jetzt nicht Namen und so, aber ein YouTuber macht immer ein bestimmtes Let's Play und manche Leute hängt das im Kopf raus oder wollen einfach andere Games wieder sehen und deshalb wird er eigentlich immer so mit fast 90% Dislikes bestraft. Also wenn er jetzt zum Beispiel 100 Likes hat, dann hat er 90 Dislikes und das ist schon hart. Und man denkt, ja, er kann ja gar nichts dafür, wenn er, ja, wenn er das Spiel liebt und halt einfach nur aufnehmen will und andere ihm Probleme bereiten oder sonst irgendwas, dann okay, Shadow of Fenner Games. Schneller tot, als ich schauen konnte. Ich weiß nicht, ob ich die mitnehmen soll. Ich nehme sie mal mit. Das ist blau. Ach, schade, ich will die neuen. Also die neuen, die seltenen. Okay, das ist ein kurzes File-Level gewesen. Ja, und bei mir müssen halt auch erst die Fans kommen, die halt auch etwas machen für mich und so, aber naja, ich zwinge niemanden dazu. Die kommen, wenn sie kommen und ja. Es ist halt auch schwer für mich, weil ich ja nicht so eine gute Sprache, also eher ein bisschen Dialekt habe. So, weghauen. Jetzt müssen wir unten durch. Der Pfeil hat gar nicht getroffen und ist trotzdem, hat trotzdem getroffen. Laut Spiel. Wohin des Weges jetzt? Ich muss doch irgendwo hinkommen. Ah, hier gibt's noch Treppen. Nee. Irgendwie problematisch. Hallo. Dankeschön. Nochmals schneller werden. Aha. Das Mana geht aus. Ich habe nämlich Clarity nicht mehr. Und es geht so langsam zum Auffrischen. Ja, die besiege ich lieber mit dem Barak. Baratsch. Der Baratsch. Der Bari.
Recount. Ich mag Herald of Ice langsam. Die Explosionen, die machen fette Damage. Da ist jetzt zum Beispiel alles Explosion gewesen. Grenade brauche ich nicht. Geh mal weg. Okay. Level Up Games, die ich noch nicht machen kann. Ja. Hau ab. So. Okay, jetzt sind wir da. Der Waypoint und die Frau. Ist hier oben. So, jetzt scheint es fertig sein, hier zu sein. Gehen wir direkt, ich gehe mal kurz in die Stadt. Gut schauen. Okay. So. Sonst nichts. Was ist das für eine? Das ist wahrscheinlich so ein Skin von denen, die Geld zahlen, also den Entwickler unterstützen, die bekommen solche Skins über. Oder wo zum Beispiel erster Platz in den Runs sind. Also richtig viel spielen und Speedrunner sind und so. Echt viel gefunden. Aber leider nur Schrott. Ja. Curses. Den behalte ich mal. Und den da unten. Schock, ne. Ah Mann, ich verkaufe die langsam gar nicht mehr, wenn die so Schrott bringen. So, da rein. Ein bisschen langsam beim Laden. Mache ich das bei 9 rein. So, sieht noch recht schön aus, aber für mich ist es einfach so ein bisschen zu übertrieben himmlisch. Ah, jetzt brauche ich den Rippenspool noch. Okay, den habe ich nämlich rausgenommen, weil ich Emmefranz gemacht habe. Jetzt muss ich noch kurz holen. So. Kann ich eigentlich jetzt hier durch? Okay, jetzt ist nicht mehr so ein Ding da. Jetzt ist. Also, es war so orange, glaube ich, und jetzt ist es nicht mehr. Okay, Tee. Ja, jetzt muss ich wieder zurück. Jetzt habe ich den Rippenspool und jetzt kann ich bei ihr den Weg öffnen durch die Kanalisation. Ja, was nehmen wir hier? Ich nehme mal wieder Saphirring, die anderen habe ich immer wieder genommen. Aber es ist wahrscheinlich Schrott. Ja, eigentlich nicht mal so schlecht. Ich werde ihn mal mitnehmen. Und wir gehen. Oh, jetzt müssen wir in die Docks. Ach, schade. Weil in der Dock müssen wir noch dem alten Herrn helfen. Easy Gegner. Nö. So, kommen wir hier wo runter? Nein, natürlich nicht. Schade. Ja, sehr verwirrend manchmal. Ich habe so das Gefühl, sie wurden jetzt anstrengender gemacht, die Levels. Und ich habe es einfach nicht mehr so in Erinnerung. Ich finde es von wirklich auch ein bisschen schade, dass man einfach so immer wieder die Stärke macht. Man hilft eigentlich mit Path of Exile meistens
nur den Profis, denen die 1000 Jahre spielen, die einfach so lange spielen, dass sie ihn und auswendig was kennen, und den Anfängen unterstützt man nicht, oder den, vor allem den Mittelspielen. Also ja, ich habe ja wenig Zeit, also ich sage jetzt nicht gerade, dass ich Mittelspieler bin, aber ja, wegen der Zeit, ich spiele auch nicht so viel Path of Exile, ja, habe ich langsam einfach so das Gefühl, ich komme nicht weiter, bevor ich nicht mehr spiele und langsam zum Profi werde. Mehr Ziele besser schaffe, dann hätte ich vielleicht mehr bessere Items. Vor allem die späteren Levels von Mercilis, wo Maps droppen. Da hätte ich schon gern. Aber vielleicht schaffe ich es ja mit dem Charakter, und wenn es auf Deutsch ist und dann nachher vierten Akt hat. Oh, der vierte Akt wird natürlich danach schwieriger. Oh Gott. Ja, mal schauen. Aber eben die Politik von den Entwicklern, Spielentwicklungspolitik mag ich nicht so. Sollen alle unterstützt werden oder gar niemand? Wo ja, gar niemand ist ja echt das Problem, dann hat man ja kein gutes Game. So. Mit diesem Charakter sind die Feuergegner eigentlich kein Problem mehr, weil ich sie ja nicht treffen. Was, ich muss durchraschen? Sehe ich jetzt erst. Ich habe es gar nicht gelesen vor lauter. Ah, da ist er schon. Das ist jetzt wieder so ein. Wo ist er? Ah, Toten ist es jetzt. Es war ein Exile das letzte Mal, wo ich so raschen musste. So. Ja, mach du mal ein bisschen Wirbelwind. Die machen noch rechts schauen, also schnell raus. Ja, Herausforderung, aber find's jetzt nicht so. Aber immerhin XP für ihn. Den hat nämlich schon Level 4, das ist sehr gut. Aber er verkauft noch nicht so gut. Müsste Level 5 sein und noch mehr. Aber dann bekommt man Unix. Das ist sowas von krass. Kann man einfach die Unix kaufen, wenn man genug reich ist. Ist jetzt, naja, eigentlich ein bisschen negativ, weil man sollte nichts kaufen können, das einzigartig ist. Aber ja. So, mal wieder leveln. Darüber. Ja, so angenehm jetzt zu spielen, wenn man so durchrushen kann. Ist jetzt gar nicht mal so anstrengend. Ist eigentlich sehr easy. Aber eben, als ich das letzte Mal einen Elementar-Bogenschützen gemacht habe, das ist einfach das Problem gewesen, es gab noch keine Haralds, und deshalb ja, und auch noch nicht so gute Items, und deshalb war man eigentlich nie so stark, auch weil mir die Items ja damals auch noch recht fehlten mit Elementar Schaden und so weiter. Lightning Warp, okay. Ja, das ist leider nicht so gut für mich. Ja, okay. Wenn man das irgendwie leveln kann. Warte, muss man, glaube ich, gar nicht mal leveln. Cold Penetration, sehr schön. Bisschen aufstocken, damit die Gegner mehr Eis schauen, weil ich mache sehr viel. Ah. Charakter Screen. Ja.
bis 292 Max plus eben das mit der Core Penetration, das da auch noch 20% mehr Schaden, ne? Eventuell. Manchmal. Ah, sad. So, hier ist er. Ich mache kurz das Portal, sonst gar nichts, dann plötzlich wieder. Wie damals in einem Tempel war plötzlich die Verbindung weg und ich musste alle den kompletten Tempel nochmal machen. Das ist ein bisschen problematisch. Wenn man ein Online-Spiel macht, muss man auch dafür sorgen, dass die Verbindung nicht immer absackt. Aber es ist jetzt nur kürzlich so schlimm gewesen und ja, ist gar nicht gut. Okay, ich muss direkt. Scheinbar. Was muss ich. Ich muss den Ding holen. Okay, müssen wir weiterkämpfen hier. wie heißt der jetzt Glyph? Also, der ist sicher hier unten irgendwo. Oder hier oben. Nö. Da, also da unten war ich. Da drüben. Bisschen schnell wieder mal. Ja, das bringt dir nicht so viel, wenn du hier in den Booten. Okay, ein Deathbow. Tönt gut, ist aber auch gut. Von den Verlenkungen her schon. Da ist es. Ah, Thamix Sulfur, genau. So, haben wir hier nichts mehr. Das machen wir per Portal. Okay, hier hat es resettet. Wieso? Ich war ja erst da. Okay. Und jetzt können wir hier reingehen. So, jetzt ist offen. Jetzt gibt es noch einen Ding-Abschnitt. Und das zeige ich euch nachher kurz, wie ich Gravitius oder so töte. Ich will einfach mal schauen, wie schnell es geht und das aufnehmen. Bis gleich. So, hier sollte er sein. Also machen wir ihn kurz. Ja, ich bin vorbereitet. Genau. Dann habe ich euch langweilig. Guten Morgen. So, jetzt. Da oben im Zimmer. So, jetzt. Lass mal die anderen. Genau. So. Das war schnell. Da hat ein extremes Energieschild und ist dadurch nach dem Energieschild recht schnell gestorben. So. Gehen wir hier rein. Ja, das war mein Vater kurz. Da guten Morgen gesagt. Nett. Komm laden. So, und nächstes Video machen wir dann hier weiter. Bis dann.